Können wir da hoch? Ich möchte da hoch. Ich will wissen, was das für eine Höhle ist. Künstleratrium. Mhm. Ah, blaue Farbe fehlt. Alles klar. Mein Bild ist fast fertig. Aber es fehlt noch etwas. Du hast damit blau gemalt. Achso, ja, gut. Ja, okay. Na klar, blau fehlt noch. Aber meine blaue Frucht ist aufgebraucht. Aber blau ist da schon drauf. Beziehungsweise türkis. Gibt hier noch irgendwas? Eine blaue Kiste. Krieg ich von dir vielleicht. Ich krieg von dir wahrscheinlich den blauen Schlüssel. Ich sehe das schon kommen, nur. Okay. Lass mich in Ruhe, du blödes Feuer. Willst du mich verkacken? Ja, da oben ist auf jeden Fall eine rote Kiste. Die möchte ich gerne haben. Die kriege ich bestimmt auf. Na, geh weg. Zauberflügel. Obst. Komm nicht ran. Lass du mich mal in Ruhe. Doofes Schwein. So. Yo! Oh no! Was meinst du denn? Ich habe doch welche mitgebracht. Ja, stimmt. Genau die richtige Farbe. Danke. Weißt du was? Ja, ich bin jetzt blau. Hihihi, ich hatte gerade eine Eingebung. Eingebung? Echt? Was denn? Schau zu. Es wird ein Meisterwerk. Malt er uns jetzt an? Nee, der, oh, das war so klar. Prächtig. So dynamisch. So dicht. Perfekt. Tommy, alles klar? Oh, tut mir leid. Ich lasse mich beim Malen zu sehr gehen. Tut's weh? Das war sehr lieb. Ich konnte ein gutes Bild fertigstellen. Danke. Nehm das als Belohnung. Blauer Schlüssel, blauer Schlüssel. Yeah, nice. Blauer Schlüssel. Der Schlüssel zur blauen Schatztruhe. Bist du sicher, dass der für mich ist? Klar. Mir liegt nichts an Schätzen. Mach dir keine Gedanken. Nimm ihn nur. Was soll ich jetzt malen? Ein Pimmel. Zaubersaft. Den haben wir auch schon mal bekommen. Na. Ich möchte auf jeden Fall noch die zwei Kisten aufmachen. Und dann müssen wir noch nach ganz rechts.
aber zu lange. Nosen! Komme ich nicht dran. Schade. Das muss ich doch nochmal hoch, weil ich zu geil auf das Schwein war. Musik. Nee, da komme ich so nicht dran. Ah, super. Das ist doch schon mal was. Und wir haben jetzt 8 von 8. Können wir eigentlich noch mehr haben? Achso, stimmt, da hinten konnten wir ja nicht hin. Ich weiß jetzt nicht, ob es an mir liegt. Okay, wir können doch da drüber fliegen. Aber wie komme ich denn da hin? Bäm, noch ein halbe. Burp. Ja gut. Ah, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Man konnte es ja ausprobieren. Tja, wie komme ich da oben hin? Gibt's hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Muss ja. Mir gefällt dieses Level nicht. Es ist zu groß. Tja, man kommt auf jeden Fall irgendwie darüber, weil da oben war noch was, wo man sich dranhängen konnte. Oder muss ich nochmal unten mit dem einen quatschen? Ich quatsch nochmal hier unten mit dem einen. Kann ja sein, weil da jetzt der Geist weg ist. Die Wand mit dem unheimlichen Gesicht. Lege 3 Geisterseelen in das Auge. 3. Okay. Dann fehlt mir irgendwo... Ah, stimmt, hier schwebt ja noch irgendwo einer rum. Irgendwo war hier noch einer.
Meine ich mal. Hätte ich aber auch selbst drauf kommen können. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo der war. Da. So. Drei Geisters. Drei Knospen. Fertig. Okay, jetzt kommt irgendein anderer. Auch mit Pups, töte die Wachen. Du kommst jetzt erstmal. Oh, du gehst mir aufs... Bezieh dich, ey. So. Huch. Nein, falsche Tricks-Taste. Dongling-Glocke. Tombi, das ist die Dongling-Glocke. Man sagt, die Glocken bringen einem dahin zurück, wo man herkommt. Was? Diese Glocke bringt uns bestimmt zum Dongling-Wald zurück. Sind wir ja nicht gerade hier, also. Gut. Dann gehen wir mal hier weiter, ne? Was ist das? Musik. Wow, diese Statue sieht fast lebendig aus. Die ist bestimmt lebendig. Da steht eine Botschaft in dem Stein gemeißelt. Ich widersetze mich dem bösen Schwein Baron. Jetzt stehe ich hier als Stein und mache keinen Ton. Oh mein Gott, das hat sich gereimt. Das böse Schwein hat ihn versteinert. Können wir ihm nicht irgendwie helfen? Was meinst du, Tombi? Haben wir nicht ein Sandwich oder sowas gegen Versteinerung? Er ist Tombis Freund. Umso mehr müssen wir ihm helfen. Wir haben den noch nie vorher gesehen, aber gut. Können wir ihn nicht zurückverwandeln? Haben wir nicht ein Sandwich dafür? Für Versteinerung? Kartoffelsandwich? Wein- und Lachkrämpfe? Unsichtbarkeit? Nee. Dann haben wir leider nichts dafür. Tut mir leid. Ach gut, dass die Dinger hier sind. Sind wieder so Lach- und Wein-Dinger. Gelächter-Tränenwald. Oh Gott, da werden wir das nächste Mal, ich sag direkt schon, das nächste Mal sehr viel Spaß haben. Aber wir speichern jetzt hier ab. Das wird zwar, ich glaube, das sind zwei Parts geworden oder so. Weil ich habe ja ein bisschen Zeit mit der Lore verbracht. Aber gut, dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat. Wir haben ja ein bisschen was geschafft ohne Zettelchen.
Ja, und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!